Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Herzlich willkommen. Danke. Schön, dass das geklappt hat. Das freut mich sehr. Hallo, ich bin Olivia. Olivia, wie geht's? Gut. Danke, danke. Ich habe mich heute mal bemüht. Haben Sie richtig vorbereitet? Das ist ja die Show, gell? Ja, ja, alles für die Show. Wir sagen du, ne? Ja, ja, klar. Genau. Das sind hier die Gastgeber auch. Also wir können ja mal reingehen, dann sortiert sich das ein bisschen besser. Morgen. Kommt doch rein. Ja, klar. Natürlich. Morgen. Morgen. 6 Monate kein Gehalt gekriegt. An dem Tag der Vorbereitung sind Sie nicht gekommen. Ja, musst du dann nachher noch mal ein bisschen erzählen. Okay. Oh, 10. Schieß dich ab. Okay. So, jetzt fangen wir an. Jetzt können wir nicht mehr raus, oder? Jetzt können wir nicht mehr raus. Ich möchte die Betty mal nach vorne bitten. Kleiner Applaus für die Betty. Betty, du bist die gute Seele. Bei Reservix wissen wir das ja schon, aber im Bahnhofsviertel hat das nochmal eine ganz neue Wendung bekommen. Wie hat sich das aus deiner Sicht entwickelt? Ja, erstmal hallo auch von mir. Im Sommer wurde ich angesprochen von einem alten Freund, nennen wir es mal so. Er hat mich angesprochen, hat gesagt, ja, Betty, wir müssen unbedingt sprechen. Du weißt, die Situation im Bahnhofsviertel hat sich nicht so gut entwickelt aktuell. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir gerne, lass uns sprechen. Und dann haben wir uns getroffen und haben geschaut, was wir machen können und wie sich das Bahnhofsviertel eben besser entwickeln kann. Er ist einfach ein lockerer Typ, ein sympathischer Typ. Die Menschen mögen ihn, das werden wir gleich hoffentlich auch zu spüren kriegen. Ich mag ihn auf jeden Fall sehr. Und wir werden nicht vergessen, dass 1992 er die Chance hatte, deutscher Meister zu werden und im letzten Spiel gegen Rostock das dann schief ging. Und was das mit Lebe geht weiter zu tun hat, das werden wir dann hören und darüber werden wir sprechen. Er hat trotzdem auch einige Erfolge vorzuweisen, vor allen Dingen auch den DFB-Pokal gewonnen. Und alles andere, das werden wir jetzt mit ihm besprechen. Ich möchte gar nicht weiter ihn vorstellen, sondern ich möchte ihn jetzt in unserer Mitte haben. Sagen herzlich willkommen hier bei uns, Dragoslav Stepanović. Steffi, komm zu uns. Wie früher, ich wollte gerade sagen, so viel Applaus bist du ja gewohnt, ne? Nee, ich wollte nur sagen, also, dass man nicht vergisst, ja, gell? Ihr spielt also im Pokal gegen uns, ja, gell? Ich weiß. Bis Februar werden wir uns mal steigen. Steffi, du weißt ja, Pokal ist immer ein anderes Gesetz, ne? Das ist, für euch. Ja, für euch wäre. Für euch wäre schon. Vielen Dank, du springst mir da sehr zur Seite. Wir haben immer so ein bisschen so ein Battle Darmstadt und HSV. Im Moment ist es so, dass Darmstadt ja wieder oben steht und dann lacht die Olivia immer ein bisschen mehr, also freut sich ein bisschen. Ja, bis jetzt lache ich auch noch, mal schauen, wie das dann nach dem DFB-Pokal. Sag mal, sehen wir uns also in diesem Pokalspiel oder nicht? Gerne, ja. Kommst du vorbei? Ja, wenn du mich einlädst. Wenn du wie? Nee, du mich? Also, ja, ich hab keine Karte. Ich auch noch nicht. Aber das kriegen wir hin zusammen. Da stehen wir vor dem Stadion und das gucken, also jemand sagt, ey, wollt ihr rein? Ich bin mir ganz sicher, wenn ich mit dir vorm Stadion stehe in Frankfurt, dass wir da irgendwie reinkommen. Es wird kalt, sage ich dir. Das heißt, du fühlst dich hier in Frankfurt auch richtig heimisch. Ich bin geboren hier. Ja, geboren? Mhm. Weißt du das? Nee. In Bergen-Enkheim. Aber ich wurde Sebastian eben nicht zugehört. Du hast serbische Wurzeln, bist aber Frankfurter. Also ja, muss man das, glaube ich, sagen. Ja, also ich sag mal, das erste also Auslandsstation, also was das Fußball betrifft. Also, und, ich habe also das, was da so irgendwann jemand gesagt hat, einmal Eintracht, immer Eintracht. Ja, Wahnsinn. Also kann man gleich mal klatschen. Jetzt möchten wir natürlich auch im Zuge von Eintracht Frankfurt mal zu deinen Trainerstationen kommen und mal eine Zeitreise in die Vergangenheit machen. 16. Mai 1992, muss ich dir wohl nicht sagen, was an diesem Tag war. Ich muss mich nur erinnern. Kurz überlegen, was war da nochmal? Kurz überlegen. Mal. Ich helfe dir kurz. Eintracht Frankfurt. Es war Samstag. Ich weiß, es war Samstag. Es war Samstag in Rostock, ja, im Ostseestadion. Ja. Und ich weiß es, ich habe manchmal gesagt, wir können heute in die Geschichte reingehen. Vorm Spiel habe ich denen gesagt, nicht nach dem Spiel. Vorm Spiel und in Halbzeit.
Und in Halbzeit habe ich auch gesagt, wir können in die Geschichte gehen, aber bitte nicht nach dem Spiel erzählen, der Rasen war schlecht, der Zuschauer war schlecht, der Schiri war nicht, was weiß ich, irgendwelche Grund finden wenn wir so, weil es gibt nur ein Spiel. Gibt es ja nicht mehr von solchen Spielen, die man mit denen in die Geschichte reingehen kann. Die haben gehört, sechs Chancen haben wir gehabt, also Pfosten, Latten, Elfmeter auch. Aber das bringt uns natürlich an einen Punkt, auch eine schöne Geschichte. Du hast es ja geschafft, im DFB-Pokal auszuscheiden, um ihn danach zu gewinnen. Nein, die Spieler haben also, die haben geschafft, also, dass wir also, dass wir das Spiel verloren haben. Gut, aber um das aufzuklären, also du bist bei Eintracht Frankfurt gegangen und bist dann zu Bayer Leverkusen und hast in dem Jahr, warst schon mit Eintracht Frankfurt ausgeschieden, hast den DFB-Pokal, gewonnen. Mach nicht mehr. Ich komme sofort. Ja, ich frage mich manchmal, also so Live-Podcast hat dann immer das Problem, dass man auch ein paar Handys anhat. Heute ist das so, ne? Ja, heute ist es so, aber das ist nicht so schlimm, weil das hatten wir tatsächlich auch schon mal, als meine Mutter angerufen hat. Richtig. Und wir haben es auch schon mal gehabt bei Uwe Seeler. Also sie kümmern sich um dich, weil du so schön bist. Und heutzutage gibt es ja nicht. Da weißt du, wie das ist ja, gell? Ricke zurück, zucki und dann bist du schon irgendwo unter die Rede. Hoffentlich nicht. Nicht. Also, die Olivia hat gerade geheiratet, nur so viel. Nee. Ja. Und? Jetzt bin ich unter der Haube. Hättest du mich gefragt, hättest du dir ein paar Tipps gegeben. Nicht zu machen. Besser nicht machen sollen. Okay. Also. Ich komme nochmal auf dich zurück. Bitteschön. Soll ich mal sagen, ich bin 55 Jahre mit meiner Frau verheiratet und lebe ich so immer. Lebe geht weiter. Früher war es so, 10 Jahre mit Schwiegermutter und noch immer im Leben. Sehr gut. Ja, lieber Steppi, wir sagen an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, dass das heute hier funktioniert hat, dass wir diese Premierenveranstaltung hatten in dem neuen Bahnhofsviertelschau. Aber toll, einfach auch mit dir diese Zeit hier zu verbringen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und wir haben natürlich, es ist Weihnachtszeit, auch eine Kleinigkeit. Du bist ja immer noch sehr sportlich und von daher haben wir gedacht, ein bisschen Schokolade und ein Dankeschön darf an der Stelle sein. Herzlichen Dank, Dragoslav. Danke. Stepanovic. Danke. Danke, ihr könnt wiederkommen, wenn ich komme. Also ich habe es ja gesehen, ein paar haben sie hier Bilder gemacht, also, die, aber nicht von euch, von mir. Super. Ich sage wieder, danke.